Freunde, wenn ihr jetzt sehen könntet. Ich habe mir da wieder was gemopst. Das ist eine grüne Mandarine. Und hier, wie das riecht. Ich freue mich gleich so, die zu essen. Ich habe so einen Durst. So, ihr seht meinen Rücken. Mein Rücken ist bestimmt nicht schön wie das da unten. Gesundheit. Die Dame hat ja euch gezeigt, es ist ein Kakibaum im Garten. Also ich muss sagen, ich bin jetzt neidisch. Ich hätte auch gerne einen Kakibaum. Schau mal, wie schön das aussieht. Ja. Genau, hier haben wir eine Duplex-Wohnung. 2+1, natürlich Mehrblick, Gartenanteil, wie ihr gesehen habt. Was interessant ist hier im unteren Geschoss, ist das da. Jenny, was ist dahinter? Ein Topf. Geh mal rein. Schau mal diese Badezimmer an, bitte. Da können 2 Personen nebeneinander liegen. Oh. Und doppelte Waschbecken. Schau ich mal, ob Licht geht. Kann ich von hier nicht anmachen. Aber hast du gezeigt, wie groß das ist? Ja, voll, das leuchtet alles. Warte mal, ich drück mal, ob das jetzt. Man sieht hier, man muss doch hier auch einen Lichtschalter haben. Jetzt. Auch nicht. Jenny, was ist denn hier? Oh, ein begehbarer Kleiderschrank. Also man muss ein bisschen alles noch besser organisieren, aber man kann richtig herstellen wieder. Ansonsten ist unten ein Schlafzimmer direkt vom Garten aus. Hinten wäre Klimaanlagenplatz. Und dann geht man im unteren Geschoss in das andere Zimmer. Komplette Frontfenster. Da ist die Scheibe kaputt. Die ersetzt man natürlich für euch, bevor man verkauft. Auch die Decke, das muss gemacht werden. Aber ansonsten ist es schön sauber gestrichen worden. Hier hat man nochmal einen Stauraum. Wer sagt, ich will, Waschmaschine ist auch hier, ich will in Ruhe leben. Ich mag Alanya nicht, aber ich mag auch nicht ohne Alanya sein. Man ist ein bisschen weiter als Alanya, also Anfang von Alanya, ist diese Immobilie. Und schaut euch diesen Zimmer an. Ja. Man hat hier einen Kamin gemacht. Ich glaube, es hat einen Bodenheizung, Regler. Man hat hier eine Idee durchbringen wollen, aber man hat noch nicht zu Ende geschafft. Komm mal her, Jenny. Und schwarze Küche. Ich mache mir die Mühe. Mein Gott. Das ist euer Ausblick. Wer sagt, ich will diese Immobilie haben und 20.000 Euro habe ich noch in der Tasche zum Einrichten und Klimaanlagen einbauen, dann hätte man hier 120.000+ Euro. Ein wirklich wunderschönes. Wie soll ich sagen, wie würdest du diese Wohnung bezeichnen? So Penthouse-mäßig, oder? Penthouse-Apartment, sagt sie. Okay, und hier haben wir Balkon, wo ein leichter Wind geht. Schau mal, da fliegt jemand gerade. Und wir haben da hinten Admiral Immobilien aufgenommen. 3+1 für 600.000 Euro. Das heißt, komm rein bitte, für 120.000 Euro habt ihr hier über 110 Quadratmeter Wohnung mit 2 Bäder, 2 Schlafzimmer, einem Wohnbereich und einem Küchenbereich. Schau mal, die Lichter sind auch schön gemacht. Und schaut euch mal diese Badezimmer an. Geh rein bitte. Picobello. Findest du nicht? Schöner Waschbecken. Also,
eine der schöneren Wohnungen, die wir aufgenommen haben, hat natürlich seinen Wert, weil die Anlage sehr, sehr klein ist. Und wir schauen, was wir als soziale Aktivitäten hier noch haben, hängen eventuell dran. Ansonsten ist die Wohnung für 120.000 Euro zu haben. Ja, es windelt. Wir sind immer noch bei der Immobilie. Schaut euch mal bitte diese Poolanlage an. Ich bin mir sicher, dass das 60 Meter breit ist und dann hat man noch zwei Rundungen. Es ist wieder leer, weil immer noch warm ist. Und das Schöne ist, wenn ihr im Pool liegt, seht ihr das Meer und wir haben eine Rutsche. Sollen wir mal Rutschparty machen? Jetzt vielleicht nicht. Wann denn? Ja, Wasser ist Leben. So, mache ich mich ein bisschen nass. In diesem Sinne, Mandarine geklaut, die Jenny, wir zeigen sie an. Die Wohnung ist wirklich wunderschön, weil keine große Anlage ist. Es sind, glaube ich, vier Parteien im Haus. Groß genug, wenn man ein bisschen reinsteckt, muss ich ehrlich zugestehen, dann hat man eine perfekte Immobilie. Ich schaue die ganze Zeit, was ist das für ein Frucht? Ist das, wie heißen die, was man Tee bekommt davon? Hagebutten. Hagebutten, nee, sind das? Ich glaube, das sind Rosen. Ja, Wahnsinn, hey. Okay, Freunde, hiermit schließt Ed Holmes nochmal eine Wohnung ab. Wir sind im Konak Le unterwegs gewesen. Ich hoffe, dass wir euch vielseitige Sachen zeigen. Nicht jeder muss in Alanya leben. Ich finde diese Seite sowieso viel ruhiger, wenn man seine Ruhe haben will, ob man Homeoffice arbeiten möchte oder eben statt reinfahren, essen, feiern und dann wieder zurück ohne Verkehr leben möchte, ist man hier sehr, sehr gut aufgehoben. In diesem Sinne, Ed Holmes, bis bald.